Guten Morgen! Wir wollen heute fleißig weiterfahren. Wir haben uns vorgenommen, in circa 2 Tagen in Mitrovac zu sein. Ja, wie auch immer man das ausspricht. Dorf heißt gerade noch duschen. Ich bin schon fleißig hier am Zusammenräumen, meine Sachen packen, damit wir zeitig los können. Frühstücken werden wir natürlich noch hier. Und mal schauen, wie viele Kilometer wir heute machen. Und wir wollen heute seit langem mal wieder wildcampen, ich glaube. Ja, seitdem wir in Serbien sind, kein einziges Mal wild gecampt. Lecker Frühstück. Power-Frühstück für den Tag. Mit Milch ausnahmsweise mal, ha? Sonst haben wir immer warmes Wasser genommen. Das war meist sehr eklig zum Essen. Aber heute schmeckt's richtig gut. Was sagen Sie dazu? Super. So, wir haben jetzt unsere ersten 40 Kilometer für den heutigen Tag fast erreicht. Haben jetzt gerade schon ein Mittagpäuschen gemacht. So, unsere Mittagspause ist um. Heute Morgen hatten wir echt eine schöne Strecke. Wenig Verkehr. Immer mal wieder ein Körbchen zwischendurch. Schöne Landschaft. Süße Orte. Jetzt sind wir wieder hier an so einer schönen Hauptstraße. Macht super Fun, weil die Autos bzw. vor allem die LKWs wieder so dicht an einem vorbeifahren. Also ich hoffe, das geht nicht den ganzen Tag so. Wir haben noch ein paar Kilometer vor uns und das ist super anstrengend so. Mega laut und dann, ja, das ist halt auch einfach gefährlich. Also manchmal habe ich schon ein bisschen Angst, wenn du wirklich den Windhauch spürst, der da an dir vorbeizieht und die halt keine 10 cm neben dir vorbeifahren. Manchmal lassen die schon einen schönen Abstand, aber halt nur, wenn kein Gegenverkehr kommt. Wenn Gegenverkehr kommt, müssen wir uns halt alle gleichzeitig durchquetschen, weil Bremsen gibt's hier, glaube ich, nicht. Wunderschön.
schöne Aussicht. Sieht doch gut aus, oder? Wir sind jetzt an unserem Spot für heute Nacht angekommen. Sieht ganz schön aus, oder? Mal abgesehen vom Müll. Die Sonne ist schon hinter den Bergen verschwunden. Wir haben sogar ein Tischchen hier, da werden wir unser Abendessen vorbereiten. Es gibt wie immer Nudeln, was auch sonst. Abendessen kochen. Ja. Tomatensauce mit Mais. Mit Wein und Käse. Oh, richtig schmackhaft heute, hä? Und die Nudeln sind schon fertig. Zelt steht auch. Supi. Guten. Jeder hat seine Erfahrungen. Ja. Eben zum einen seine Vorlieben. Mhm. Und zum anderen hat ja auch nicht jeder das Gleiche erlebt. Also kommt ja auch immer darauf an, wie du was erlebst, auch wie ich jetzt Serbien zum Beispiel erlebt habe. Mhm. War bisher nicht so besonders. Aber wenn wir woanders gewesen wären oder vielleicht auch nicht mit dem Fahrrad gereist wären oder so, hätte ich es wahrscheinlich auch ganz anders erlebt. Mhm. Und mit dem Fahrrad würde ich Serbien, glaube ich, echt nicht empfehlen. Warte auf die anderen Länder. Die empfehle ich zu Serbien bestimmt. Guten Morgen. Wir haben jetzt Punkt 8 Uhr. Das Wetter ist so, naja, ziemlich kalt. Darum haben wir jetzt schnell alles abgebaut. Wir werden auch erst unterwegs frühstücken. Uns erstmal schön warm radeln. Genau. Also, los geht's! Is it go to Belgrade? Just that way. I don't know where it goes. Uh-huh. You tell us here. Yes. Yeah. Thank you. Kartenbus gekommen. Ja, guten Morgen, Leute. Wir sind hier in, keine Ahnung, irgendwo zwischen Malizornik und Ballina Basta. Die Nacht war relativ fresh. Einmal bin ich verschrocken, weil ein Auto vorbeigefahren ist und wieder umgedreht ist. Und ich dachte, die wollen uns jetzt ausrauben. Aber die
wollten nur wieder zurückfahren, vermutlich. Ja, das kannst du erzählen. Sonne ist endlich da. Heute Morgen war es echt kalt und neblig, aber jetzt in der Sonne ist super. Wir haben jetzt noch 66 Kilometer vor uns, vor unserer Unterkunft für heute Nacht. Hier lang zu fahren mit dem Gebirge hier, den Wäldern, ist einfach schön. Hi Kuh! Hier angeklettert. Anders als die letzten Wochen fahren wir hier an der Drina flussaufwärts. Das heißt, wir machen entsprechend auch mehr Höhenmeter rauf als runter. Aber ist schön. Herrlich. Wunderbar. So, wir haben jetzt 60 Kilometer ungefähr hinter uns, noch ungefähr 30 vor uns und 300 Höhenmeter oder so. Jetzt gibt es erstmal was zum Futtern. Also in Serbien sind die Leute echt super nett. Wir haben jetzt hier nach unserer Unterkunft gesucht, nicht gefunden, weil im Internet die Adresse nicht korrekt angegeben ist. Also haben wir geguckt, wo es ungefähr ist, uns die Bilder angeschaut, aber wie sich herausgestellt hat, passen die Bilder halt auch nicht. Es ist halt irgendein random Haus auf diesem Foto, das nicht das ist. Aber egal, du kannst ja einfach die Leute fragen, wenn du Glück hast und jemanden findest, der Deutsch oder Englisch spricht, dann sind die super hilfsbereit. Und selbst wenn nicht, wir waren gestern, vorgestern oder so in einem Laden und die haben uns auch nicht verstanden. Und dann hat die erstmal in München bei irgendeinem Verwandten angerufen, der Deutsch spricht. Obwohl wir dann schon irgendwie mit Hand und Fuß irgendwie alles geklärt hatten, hat die den extra nochmal angerufen und wir haben dann halt mit dem aus München telefoniert. Also das muss man sagen, ist hier schon echt geil. Und hier in Serbien, also an diesem Ort, wo wir hier sind, ich weiß gerade gar nicht, wie der Ort heißt, aber wir sind hier jetzt im Tara Nationalpark, ist es halt auch wunderschön. Das ist geil. So habe ich mir das vorgestellt. Und jetzt gucken wir mal in unser Apartment. Das kostet, glaube ich, irgendwie 13 Euro die Nacht oder so. Das ist halt irgendwie so eine Ferienwohnung. Riecht ein bisschen muffig. Aber es ist ziemlich groß und sauber sieht es aus. Kühlschrank haben wir. Fernseher ist immer dabei, aber brauchen wir eigentlich nicht. Kleine Küchenzeile zum Kochen. Gott sei Dank haben wir uns nicht für einen Auflauf entschieden. Ne? Gibt noch nicht gar keinen Ofen. Wie sieht die Toilette aus?
Ja. Ja, aber besser als nichts. Heute soll es auf diesen Berg gehen. Maria wollte unbedingt wandern. Hier irgendwo müsste so ein Aussichtspunkt sein. Aber um dahin zu kommen, müssen wir erstmal mit dem Fahrrad einmal über den Berg rüber in den Ort, uns dort eine Wanderkarte holen und von dort startet dann auch die Wanderroute. Das sind glaube ich 1000 Höhenmeter mit dem Fahrrad, aber immerhin haben wir kein Gepäck dabei. Das Eingangstor zum Tara Nationalpark. Hier soll es übrigens auch Bären geben. Aber noch ein paar Höhenmeter vor uns. Man könnte das jetzt als kleines Warm-up sehen für unsere Wanderung. Aber man muss natürlich bedenken, morgen müssen wir diesen Weg nochmal fahren mit Gepäck. Ja. Da hält sich die gute Laune etwas in Grenzen. Und das ist auch alles noch meine Idee. Ich wollte unbedingt wandern gehen. Hab mir einen Trail rausgesucht. Jetzt müssen wir unbedingt genau diesen Trail wandern. Aber leider haben wir keine Unterkunft in Mitrovac gefunden. Also zumindest keine günstige. Und wir wollen ja low budget reisen. Also fahren wir heute wie zwei Bekloppte diesen scheiß Berg hoch. Auf der anderen Seite wahrscheinlich sogar ein bisschen runter, um dann wieder hochzulaufen, heute Abend wieder runterzufahren und morgen samt Gepäck wieder hochzufahren. Naja, aber wir haben ja Zeit, dann kann man sowas ja mal machen. Und das ist der Ausblick, den wir von hier aus schon haben. Der Stausee. Unsere Unterkunft ist da irgendwo. Ey, nach 2 Stunden oder 3, keine Ahnung, ich habe irgendwie nicht auf die Uhr geguckt, geht's ein bisschen bergab. Also hier ist jetzt Mitrovac. Müssen wir nur noch die Touristinfo finden. Keine Ahnung, wo die sein soll. Aber ich denke mal irgendwo an der Hauptstraße. Hätte es wissen können, ja. Ich habe es mir einfacher vorgestellt. Das Wandern ist des deutschen Lust.
Hier. Hallo. Also, ja, sagen wir, was wir machen. Wir fahren jetzt halt die Strecke, die wir heute früh hoch sind, ein bisschen schneller wieder runter. Echt. Und schnellste? 55. So. Das ist jetzt tatsächlich unsere erste Nacht hier in Serbien, wo wir wildcampen. Naja, das fällt dem Elektriker natürlich wieder sofort auf. Sowas zum Beispiel würde mich überhaupt nicht stören. Das ist mir total egal. Tür so, zack, interessiert mich nicht. Aber die Dusche, naja. Aber schön groß, oder? Aber es gibt kein Internet. Es gibt kein Internet? Nein. Schön. Ja. Erste Tunnel. Hallo. Toffer. Wo bist du? Eins kann mir keiner nehmen. Nee, du musst sagen, eins kann mir keiner. Eins kann mir keiner. Eins kann mir keiner. Eins kann mir keiner. Eins kann mir keiner nehmen. Eins kann mir keiner nehmen. Und das ist die pure Lust am Leben. Schluss.